Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und heute gibt es eine süße Party-Idee für euch, vielleicht für eure Silvesterparty, vielleicht so zum Mitbringen oder für eure Gäste, die ihr vielleicht eingeladen habt, um mit euch zu feiern. Und zwar gibt es Do-It-Yourself-Feuerwerk und zwar als Kratzbilder, wo man Nachrichten reinkratzen kann, wo man Feuerwerk reinkratzen kann, wo man Sachen reinmalen kann. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß und man kann da drin immer diese bunten Farben entdecken und hervorkratzen. Kratzen und hat dann eben so schöne Feuerwerkseffekte oder natürlich kann man auch Vorsätze oder Grüße reinschreiben und das Ganze dann mit nach Hause nehmen oder auch verschenken. Und wie ich diese ganze Karte gebastelt habe, seht ihr jetzt. Ich habe für diese Karte schon mal hier die Schrift vorbereitet. Da habe ich einfach so Glitzerpapier genommen. Das schimmert richtig schön, auch super passend zu Silvester, und DIY-Feuerwerk drauf geschrieben. Das kommt hier einmal vorne vor. Dann habe ich hier so ein Stück Musterpappe einmal in der Mitte geknickt, dass es so aufgeht und nachher mein gekratztes Feuerwerk gut schützt. Und das kommt hier vorne einmal drauf, entweder mit einem Klebestift oder Flüssigkleber oder auch mit Washi-Tape. Ich mache es zur Sicherheit einmal richtig gut fest und dann kommt nachher noch ein bisschen Washi-Tape als Deko dazu. Einfach ein bisschen andrücken. Die Karte schützt das Ganze natürlich gut. Man kann es nachher dann schön mit nach Hause geben und hat vielleicht auch eine schöne Party-Erinnerung an Silvester. So, das ist einmal gut angeklebt. Hier auch richtig cool mit den Sternchen. Und dann klebe ich auch einmal das Kratzbild selbst hinein. So wird es dann nachher geöffnet und da kann man jetzt natürlich alles Mögliche hineinkratzen. Zum Beispiel einfach einmal ein frohes neues Jahr oder ein neues Jahrgruß. Und auf jeden Fall natürlich Feuerwerk. Es eignet sich natürlich super schön, um hier so ein paar Raketen selber zu kratzen. So sieht mein DIY-Feuerwerk dann nachher aus. Einfach eine süße Erinnerung an Silvester, an den Start ins neue Jahr. Und ja, so praktisch auch zum Mitnehmen und natürlich auch eine schöne Beschäftigung, wenn man wartet, bis das neue Jahr dann endlich da ist und endlich startet. Ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es alles einfach unten in die Kommentare rein. Und sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!